Hallo Baskets-Fans, willkommen im Baskets-Fan-TV-Studio. Heute bei mir Till Pape. Hallo Till. Hi. Ja, Till, erzähl den Fans doch mal ein bisschen, wie du zum Basketball gekommen bist und welche Stationen du in der Baskets-Jugend durchlaufen bist. Ich habe angefangen, also meine Mutter hat mich mit 5 Jahren zum Basketballtraining mitgeschleppt und seitdem spiele ich im Verein bei den Baskets und ich habe eigentlich jede Jugendmannschaft durchlaufen und ja, seit diesem Jahr bin ich im Kader der Pro A. Ja, du hast ja dann auch die JBBL und jetzt NBBL durchlaufen. Wie ist das so dann auf den Turnieren oder wenn man dann mal in der Meisterschaftsendrunde ist? Also am Anfang war es immer, eigentlich ist es immer ein Highlight und ja, vor allem NBBL und JBBL, das Top 4 am Ende des Jahres, wenn man so lange darauf hingearbeitet hat, ist schon was ganz Besonderes und man kommt sich wie ein richtiger Profi vor, wenn man da in diese riesigen Hallen einläuft. Ja, du spielst jetzt ja nicht nur in der ersten Mannschaft, sondern auch in der JBBL und der zweiten. Wie ist das so über der Woche mit dem Training? Hast du dann jeden Tag mit einer anderen Mannschaft Training oder wie machst du das? Ja, das ist von Woche zu Woche unterschiedlich. Ich kriege immer meistens Sonntagabend oder Montag, schickt Uli einen Plan rum, mit welchem Team ich wann trainiere. Und je nachdem, für welches Team ich am Wochenende spiele, kann das sein, dass ich dann einmal die Woche bei der Pro A mit trainiere, manchmal zweimal, manchmal gar nicht. Und ja, so wird das dann abgestimmt. Ja, jetzt stelle ich mir das nicht einfach vor, in drei Teams zu spielen, dreimal andere Mitspieler, dreimal anderes Tempo, andere Intensität. Wie kriegt man das so geregelt und hintereinander? Ja, also am Anfang war es echt schwer, muss ich sagen. Also gar nicht so das Problem mit den verschiedenen Mitspielern, sondern mehr, dass es einfach in jeder Mannschaft andere Systeme und andere Ideen gibt und dass man das einfach stur auswendig lernen muss und das ist, würde ich sagen, einfach Sache der Gewohnheit. Ja, drei Teams, dann eventuell auch dreimal am Wochenende irgendwo einen Einsatz. Hast du überhaupt noch Freizeit oder bist du dann ständig irgendwo bei irgendwelchen Auswärtsspielen und im Auto? Ja, also ist schwer auf jeden Fall. Meistens sind es 2 Auswärtsspiele pro Woche, weil sich immer irgendwie Spiele überschneiden. Ja, Freizeit ist schwer, muss ich sagen, aber wenn man es will, kriegt man es hin. Ja, was machst du in der Freizeit, wenn du es dann hinkriegst? Also was macht Till Pape so als Hobby? Ja, mein Hobby ist Basketball, muss ich sagen. Und das nimmt so viel Zeit weg. Also unter der Woche jetzt auch noch Schule. Ist jetzt bald zum Glück zu Ende, aber viel mehr Hobbys habe ich eigentlich nicht. Weil ich ab und zu mal mit Freunden treffen, aber mehr ist da nicht. Ich hoffe, es wird jetzt, wenn die Schule vorbei ist, wird es anders. Ja, Schule bald vorbei. Was sind dann die Pläne, wenn du aus der Schule raus bist? Kannst du uns das verraten? Oh ja, weiß ich das selber noch gar nicht so genau. Ich würde gern professionell Basketball spielen, aber mal gucken, was sich so ergibt. Ich weiß nicht, muss ich jetzt ein paar Entscheidungen treffen und mal gucken, wie es wird. Okay, Profi-Basketball heißt dann wirklich 5 Tage die Woche trainieren oder dann auch eine Idee studieren? Eine Ausbildung machen oder halt irgendwie sich ein zweites Standbein aufbauen, falls das dann mit der Karriere mal nicht klappt? Ja, also ich würde jetzt gern versuchen, ein Jahr mich nur auf Basketball zu konzentrieren, aber dann natürlich zweites Standbein nebenbei studieren. Ist auf jeden Fall möglich, denke ich. Und ja, ich meine, eine Verletzung ist vorbei und ja, ich denke, zweites Standbein ist nie falsch. Ja, jetzt mal auf die Saison geguckt. Wir haben noch 7 Spiele. Was hat sich die Mannschaft jetzt vorgenommen für die nächsten Wochen? Ich würde sagen, alle gewinnen, so möglichst viele gewinnen einfach. Also ist ganz, ganz einfach. Okay. Ja, ich glaube, das würden die Fans sofort unterschreiben. Alle gewinnen wäre großartig. Wir haben ja noch ein paar echte Highlights. Also Würzburg kommt noch. Das wird sicher ein klasse Spiel mit, sag ich mal, teuerster Kader der Liga in der Halle und Ex-Trainer. Ist das nochmal besondere Motivation für euch? Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Ja, du hast jetzt ja in den ganzen Mannschaften auch unterschiedliche Trainer erlebt. Wie ist das so im Moment? Wie kommst du da mit Uli klar? Wie ist eure Beziehung zum Coach in der Mannschaft? Also ich persönlich habe ja letztes Jahr schon unter Uli gespielt und ich komme sehr gut mit ihm klar, muss ich sagen. Ist ein guter Trainer und ja, weiß ich nicht. Ja, wir haben im Spiel gegen Nürnberg die letzten 2 Minuten, glaube ich, mit unseren 5 Nachwuchsspielern gespielt und ich glaube, den Fans hat es ganz gut gefallen. Ist das vielleicht eine Option, dass ihr noch 2, 3 Jahre zusammenspielt und wirklich euch da in der Liga etabliert?
Das ist jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, da kann ich relativ wenig zu sagen, weil ich weiß nicht, wie die anderen Jungs das planen mit ihrer Zukunft, aber mich würde es freuen und ja, auf jeden Fall. Für mich ist eine Option, also ich fände es cool, wenn es so, gehen würde. Okay, wenn du mal so jetzt Richtung Nationalmannschaft guckst, hast du da auch ab und zu eine Einladung oder spielst du dann bei Länderspielen mit? Ich habe da schon Fotos gesehen. Ja, also ich war jetzt das letzte Mal zwischen Weihnachten und Neujahr und mit auf einer Länderspielreise. Wir hatten ein Turnier in Polen, 3 Spiele und ja, komme ich zum Einsatz und ich glaube, dann ist im Sommer die Europameisterschaft U18 und ich glaube aber da geht es erst im Mai los oder so, also ist noch ein bisschen Zeit. Ja, dann drücke ich dafür auf jeden Fall die Daumen. Würde mich natürlich freuen, wenn wir dich dann auch das nächste Jahr noch bei uns in der Halle begrüßen können als Spieler. Drück für die nächsten Spiele die Daumen und sag mal viel Erfolg und danke. Danke. Thank you.